Citroën testet den neuen Jumpy. Der Transporter soll im Frühjahr 2016 erscheinen. Vor allem soll er vielseitiger, sparsamer, fortschrittlicher und sicherer als sein Vorgänger werden. So könnte er dann auch mit der bestehenden Konkurrenz wie Ford oder Renault mithalten. Auch wenn der Wagen noch stark getarnt ist, kann man gut erkennen, dass die Front samt Grill höher gelegt ist. Auch Cockpit und Fensterscheiben wurden erhöht. Ebenso sehen wir neue Rücklichter und Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht. Das Armaturenbrett soll ähnlich aussehen, wie wir es beim Tubic-Konzept in Frankfurt vor 3 Jahren gesehen haben. Gerüchten zufolge soll der Jumpy in mehreren Versionen angeboten werden. Auch eine Großraumlimousine ähnlich wie der VW Caravelle.